Hi Leute, willkommen bei Green Jaws. Ich bin der Matze und heute wird hier richtig rumgepanscht, weil wir werden nämlich Torfziegel herstellen. Die sehen so aus, die lassen sich super aus altem Torf herstellen und sind auch richtig geil, um im Moorbeet ein bisschen was zu dekorieren, so eine kleine Schaulandschaft hochzuziehen oder auch gerade wenn man so ein Moorauge einbringen will, kann man das super damit dekorieren. Wie man die herstellt, das zeige ich euch jetzt. So, ihr seht jetzt hier diese tolle Presse. Das ist eigentlich eine Presse, mit der man alles pressen kann und die wird jetzt hier speziell für den Einsatz zur Torfziegelpressung verwendet. Funktionsprinzip ist ganz einfach. Hier füllt man den alten Torf hinein und dann wird hier oben einfach der Hebel betätigt und wird wie bei einer ganz normalen Hackfleischpresse oder jeder andere Presse einfach runtergedrückt und der Torf gequetscht. Wichtig ist halt, dass man das ganze Wasser möglichst gut rauspresst, damit es einfach schneller abtrocknet. Ich zeige euch jetzt mal in der Praxis, wie das geht. So, los geht's mit dem alten Torf hier. Der eignet sich super zum Pressen, weil den wird man sonst eh nur wegschmeißen. Und der wird jetzt einfach hier riesen Klumpen eingefüllt in diese Presse hier. Ich nehme noch eine Handvoll mehr, damit wir einen schönen großen Ziegel kriegen. So, das war ein bisschen zu viel. Und jetzt wird gepresst. Dazu einfach den Hebel hier runterdrücken. Und ihr seht jetzt schon, hier kommt richtig Wasser raus. Also wie viel Wasser so ein Torf speichert, ist wirklich wie ein Schwamm. Und jetzt natürlich mit viel Druck runter, um möglichst das ganze Wasser rauszukriegen. Also es erfordert richtig Krafteinsatz. So, und gleich nochmal. Das Wasser kann dann hier auch über diese Rinne abfließen. Deswegen hängen hier auch diese Eimer dran, um da einfach noch ein bisschen das Wasser aufzufangen. So, ich glaube, mehr geht jetzt wirklich nicht mehr raus. Jetzt, ich bin schon ganz unten. So, jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Na, komm raus. Oh, das klemmt. Jetzt. So. Das ist jetzt erstmal der Rohling, würde ich jetzt mal sagen. Den müssen wir jetzt natürlich noch zur Trocknung hinstellen. Das passiert hier drüben. Kommt mal mit. So, hier sind unsere Rohlinge. Die kommen jetzt hier in die Trockenbank rein. Hier ist richtig Südseite, wo den ganzen Tag richtig die Sonne hinpratzelt. Und das Ganze ist auch noch verschließbar, damit auch natürlich kein Wasser hinkommt, wenn es regnet. Und hier werden jetzt unsere Rohlinge zum Trocknen reingelegt. Die brauchen dann hier einfach noch ein paar Tage, dass das restliche Wasser auch noch alles rausgeht. Und ihr seht dann, so sieht nachher das Endergebnis aus. Und die sind auch richtig hart, also ich kann die auch nicht mehr brechen oder so. Eignet sich super fürs Moorbeet, also da gerade zum Dekorieren verwenden. Gerade wenn man so eine Schlenke oder so ein Moorauge dekorieren will. Dafür kann man die super hernehmen, finde ich eine richtig geile Idee, wie man auch seinen alten Torf wiederverwenden kann. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt es mir einfach mit dem Daumen nach oben und natürlich den Kanal abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Matze. Und jetzt? Halt die Kamera mal ein bisschen mehr waagerecht, ein bisschen schräg, ja, besser so. Und die sind nachher super, um im Moorbeet ein bisschen was zu demolieren. Dekorieren. Dekorieren, nochmal. So Leute, damit ihr mal seht, wie es hier am Setup zugeht. Hier hinten versteckt sich der Thomas im Gebüsch und muss mich da filmen, wie ich hier die Presse betätige. Also es sind keine leichten Arbeitsbedingungen. Und das Ergebnis seht ihr ja nachher hier. Also die sind nachher auch richtig scheiße. Weiter, weiter, weiter! Nein, Gott!